Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem kleinen neuen Projekt, und zwar spielen wir Lego City Undercover. Warum? Weil ich Bock drauf habe. Ich habe gerade generell ein bisschen die Schnauze voll von den Minecraft Modpacks einfach. Ja, viel zu bisschen Infinity Skyblock. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt schon gesehen habt. Ich werde dazu noch ein kleines Infovideo machen. Wird eingestellt, weil die Map mir zu 100% abgeraucht ist. So. Und ich weiß nicht, inwiefern da Nitrado bzw. generell, wie die Updates da, die Backups da laufen. Aber naja. Dazu kommt noch ein extra Video. Hat auch erstmal nicht so interessieren. Wir spielen heute Lego City Undercover. Wählen Spielstand 1 aus. Speichern bestätigen. Eingabe. Ich habe es noch nie gespielt. Ich schalte den Untertitel. Untertitel einschalten ist eine gute Idee. Ich hatte einfach mal wieder richtig Bock auf ein Lego-Spiel. Ich würde sagen, ein paar Minuten kannst du die Untertitel ein- oder ausschalten. Okay, wir lassen aber an. Das Spiel wird gespeichert. Und ich würde sagen, wir starten mit. Durch, da das automatisch speichern, verwende ich jetzt den Spiel 1. Ich weiß gar nicht, was das Netz war. Egal, wir drücken Enter. Okay, und es geht los. Hallöchen, ich bin Frank Honey. Ich arbeite seit meinem Abschluss mit besonderer Auszeichnung vor 2 Jahren für die Polizei Lego City. Die besondere Auszeichnung wurde mir vom Kindergarten verliehen, weil ich der Größte von allen war. Oh Gott. Alter. Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Oh yeah. Und die Vorhersage für heute lautet heiß, heiß, heiß. Oh oh, ich glaube, ich muss ein bisschen drüber reden, sonst kriege ich Probleme. Oh oh, ja, 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 ja. TT Fusion. Oh, ich liebe die Lego-Spiele einfach so sehr. Also ich finde, die Lego-Spiele kann man immer spielen. Hi. Lego City. Walking on Sunshine. Wow. Oh yeah. Also ich finde generell, die Lego-Spiele kann man sich eigentlich immer mal gönnen. Die sind immer so schön bescheuert. Also das sieht stark aus. Also ich hab gelesen. Okay. Also ich hab 2 Jahre, okay, seit sie mich weggeschickt haben. Bin jetzt ein besserer Cop. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Okay. Vielleicht keins, vielleicht beides. Hey, aber irgendwas muss ich dir ankreuzen. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Ja, Ziggy. Alter. Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Hafen. Okay. Ganz geschmeidig. Ja, genau. Alter. Und was bringt sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Boah. Schnickschnack. Alter. Okay. Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Musste mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, ja, genau. Rex Fury steckt dahinter. Alter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury. Boah, ey, so schlecht gemacht. Kapitel 1. Neue Gesichter und alte Widersacher. Okay. Und jetzt? Polizeiauto. Steig in den Polizeiwagen ein. Okay.
besser, weil... Okay, das klappt soweit. Generell muss ich mich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Okay, mit E kann ich... Ach, mit der Taste beschleunige. Ich war gerade so ein bisschen überfordert. Ja, das geht schon. Ah, geht doch mal los. Mäp, mäp. Also ich komme gerade so ein bisschen vor wie bei GTA. Es interessiert auch kein Schwein. Was sind das für die Kleinscheine unter meinen normalen Stats? Also diese silbernen, goldenen Teile, die man mal sieht, die ich gerade eingesammelt habe, das sind die normalen Stats zum Zahlen, aber die darunter da, die ich vorhin schon 69 habe. Da frage ich mich jetzt gerade, wofür die sind. Also ich merke schon, hier einen Führerschein kriege ich nicht. Zu viel ist im Lego Teile zu finden, in der okay. Ah, okay, also die Teile sind anscheinend da für da. Oh man, hier die verschiedenen Charaktere, die man freischaltet. Hier kann man anscheinend später die ganzen Charaktere dann auswechseln. Also kann man im Lego Spiel immer. Verkleidet habe ich ihn aktiviert. 17. Freigeschaltet, Automechaniker. Oh, auch schon sofort einen goldenen Stein. Schauen wir doch mal. Verkleidekabinen erlauben dir einen Verkleidungsfragen erworbene Kleidung hinzuzufügen. Einwohner. Ja, okay, das... Hoffentlich krieg ich es. Generell sollten wir dann mal schauen, dass wir erstmal so weiterkommen. Okay, fahren wir jetzt einfach mal weiter zur Polizeistation. Das ist immer noch unsere erste Aufgabe. Alter, was hat der denn da für einen geilen Double Backflip gemacht? Naja, war kein Backflip, war eine Vorwärtsrolle. Ich hoffe aber mal, dass wir jetzt bald da sind. Meep, meep. Ach, die haben auch ein Nitro. Ist das gut. Alter, halt, ich muss hier rein. Mach mal anders. Chief Tanby hat in Lego City einhändig aufgeräumt und er ist der beste Chief, den unsere Polizei hatte. Das sind nicht meine Worte, ich lese sie nur von diesem Zettel ab, den ich geschrieben habe. Ah ja, okay. Spezialauftrag zurück auf der Schulbank? Also wir sind in der Polizeistation. Klischee Nummer 1. Hey, brauchst du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Okay. Stimmt es, dass du Rex Fury Ding festgemacht hast? Hab dazu beigetragen. Deputy Dumby hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Ja! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. Oh so, Gott! Wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre! Ich warte drinnen! Auf dich! Okay! Okay. Alter. Okay. Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig. Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her.
Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Alter. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Oh Gott. Rex. Okay. Hey, ja. Honey? Ist das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Also ich bin ja noch Informatiker in Ausbildung, das aber das war mal einer. Das hier ist unser Zentralcomputer. Computer. Der normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Also wie gesagt, ich bin noch Informatiker in Ausbildung, ne? Aber ich glaube, so macht man das nicht. Ich glaube, das weiß auch jeder, der kein Informatiker ist. Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabriegelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Ja, Computern. Zeit für den Keller. Okay. Was haben wir hier? Machen wir hier mal so ein bisschen Ordnung, ne? Oh. Kann doch schon etwas bauen. Jawohl! Die Teile habe ich damals geliebt als Kind. Komm schon! Lol, das gab einen goldenen Stein? Nee. Ist ja geil. Die Treppen reinigen, ich reinige die Treppen, habe das Wasser vergessen für die Treppen. Ist ja eigentlich jeder kernbehindert. Ja, Frau Bürgermeisterin, ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dunby, du, Sie sind der neue Chief? Mann, ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury, obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin, keine Störung! Alt. Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Komm, wir holen dir eine Uniform. Alter, ist eigentlich echt jeder Kern behindert. Oh Gott. Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. Ja, okay. Dann führe du mich rum. Hier findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Wie viele sind's bei dir, Frank? Wir sollten wohl mal weiter. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. bitte lass es mich nicht fressen. Schon klar, Frank. Okay. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir noch mal her. Ist etwas Besonderes. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Okay. Oh Gott. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Alter. Oh sieh Gott. In diesen Kisten nach. Boah, der ist ja wirklich auf den Kopf gefallen. Okay, in den Kisten.
ich sehe das Warum muss man überhaupt heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Hallo, IKEA-Standard. Was kann man hier so machen? Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Mach dich bereit. Los, steigt euch mir an! Q, Q, Q. Klar, Mr. Simons hat mich auch immer angebrüllt, aber Chief Dunn. Jawoll. Jawoll, das ist richtig die Asche. Ich will 110% Einsatz von euch sehen. Trotz meine Keime, meine Kohle. Können wir hier noch was weiteres machen? Also eine Hantel braucht man nicht. Ja auch nicht. Oh, wie gemein. Feuchter Stahl, so eine Hantel kann mir gar nichts. Oh. Machen wir doch hier mal. Eins. Zwei, jawoll. Zeig mal, was du für Muckis hast, Chase. Also bisher gefällt mir das Spiel schon ganz gut. Bin ich ehrlich. Jawoll. Oh, das wird auch mal schön, Money. Money, money, money. So, jetzt haben wir uns aber mal hier die Uniform. Freigeschaltet, Chase McKay, Polizist. Okay. Und freigeschaltet, Grace McPeace. Halte E gedrückt. Hey, gut siehst du aus. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Ah, hoffentlich ist Ellie da. Da ist einer wohl verknallt. So. Ellie, bist du da? Bist du das, Frank, Honey? Moment! Das hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von Ellie. Psst. Hey, Jungs! Alter. Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Alter. Dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Alter. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Ah, braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Okay. Dann gehen wir einfach mal zurück. Komm, ab in den Aufzug. Ja, chill deine Base mal. Hier lang, Chase. Boah, darf ich mal ganz gemütlich dahin latschen? So, ab zum Computer. Da bist du ja. Ab an den Zentralcomputer mit dir. Computer. Kommunikator verbunden. Aktualisierung läuft. 1% abgeschlossen. Oh, Fortschrittsbalken. Hey, Frank! Jemand muss den Chief wecken gehen. Ich arbeite zu hart. Der feuert mich nur wieder. Ah, Alter. Die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich hab ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? 100% abgeschlossen. Ich helfe dir beim Suchen. Je früher der Chief wach ist, desto eher kann ich mit der richtigen Polizeiarbeit anfangen. Danke. Also, was machen wir in Lego-Spielen? Einfach bis zu meinem 40. wäre ich schon gern Captain. Anruf? Hey Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Oh ja, das ist kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Alter.
freigeschaltet. Detektivscan. Geh zum Büro des Chiefs. Ja, warte, ich muss ihn noch kaputt machen. So. Na, das war mal eine Kaffeemaschine, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt noch Kaffee trinken würde, das wäre fatal. Weil es ist gerade jetzt 23 Uhr, ich muss morgen früh raus. Ach, die kann ich nicht kaputt machen. Okay. Hab morgen noch schön mal einen Termin in der nächsten Stadt. Also quasi Köln. Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs, falls nicht schon alle weg sind. Ja, das war der volle Klischee. Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Das ist cool. Hatte es allerdings für eine Pinata gehalten. War es aber nicht. Die Süßigkeiten haben nämlich Aua im Mund gemacht. Oh Gott. Das war mein allerschlimmster Geburtstag. Oh, Alter. Wie kann man nur so im Kopf gefallen sein? Ja, es war irgendwie klar, dass es da drin sein wird, als ich es kaputt machen konnte. Hey, du hast ihn! Dann kannst du ihn ja wecken. Hab was Wichtiges zu erledigen. Videospiele! Wuhu! Jawoll! Das ist immer das beste Videospiele. Ich meine, jeder, der hier gerade zuschaut, weiß es auf jeden Fall. Ich war mir sicher, dass in dem Film mehr geredet wird. Okay, schade. Mal sehen. Das Klopfen an der Tür hört er sicher nicht. Er hat einen tiefen Schlaf. Ja, erst ein Donut. Oh, hab einen von diesen besonderen Steinen gefunden. Und aufmachen. Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf. Ich will nicht. Oh nein. Einfach okay, alles kaputt machen. Dann versuche ich's mal mit richtig Getöse. Getöse? Alles klar. So, euer Wall. Schönes Radio. Euer Chief, wachen Sie auf. Ja. Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme und Beine. Oha! Du schon wieder! Toll! Besprechungsraum! Eine Minute! Kommt schon, was zum Teufel? Ruhe bitte! Hey, Harry! Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Jawohl! Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Jawohl. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Was? Auf den Rasenmäher, rechts ran! Boah, ey. Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, habe ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Bitte was?
Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Rex Fury ist ein böser Mensch. Vor ein paar Jahren wurde er wegen eines schlimmen Verbrechens verhaftet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, und ins Gefängnis gesteckt. Aber er ist ausgebrochen, deshalb ist Chase McCain wieder da und ich mag Chase echt gern. Also ist es irgendwie gut, dass Rex ausgebrochen ist. Na gut. Bereit ist, den Verbrechern zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Kann ich? Natürlich. Der Letzte zahlt einen Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Ja, rücksichtsvoll fahren. Hey Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Okay. Perfekt. Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Okay. Freigeschaltet. Navigation. Jawohl, schönes Navi. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das reicht jetzt für die erste Folge mal. Chase? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Oh Gott. Ja, wundervolle letzte Worte von Honey. Alter, das Spiel ist jetzt schon bescheuert. Ich liebe es. Alles klar. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Ich muss jetzt mal schauen, irgendwie so war die generell der Navigator bzw. Kommunikation mit Ellie ein bisschen sehr laut. Muss noch ein bisschen feintunen. Vielleicht stelle ich meine Stimme noch mal ein bisschen lauter. Naja, wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.